kochen wie in der Großfamilie. Auf den ersten Blick sieht's hier nicht nach Pflege-WG aus. Auch Waltraud Keller sieht man nicht an, dass sie Pflegegrad 2 hat. Jedenfalls an guten Tagen. An denen hilft sie auch gerne im Haushalt mit. Ich koche ganz gerne, vor allen Dingen, wenn wir das zusammen machen, finde ich das immer schön. Ja, und der ein oder andere hat auch mal einen schlechten Tag, ne? Wie es so üblich ist, ne? Die Pflegekräfte teilen den Alltag mit den Bewohnern. Gegessen wird hier normalerweise gemeinsam, aber keiner muss zu Tisch kommen. Bis zu 6 Pflegebedürftige leben zusammen in der WG. Viele haben hier starke Rückenprobleme. Einer hatte einen schweren Verkehrsunfall. Das Herz der WG ist die Vermieterin, die 35-jährige Bianca Schoris. Sie ist hier die Hauptpflegekraft. Ich habe viele Jahre in der Pflege gearbeitet, wo auch viel Überforderung zugehörte, weil man teilweise mit 60 Leuten nachts alleine war in der Pflege. Und aus diesem Grund habe ich einfach diese WG gegründet, um den Menschen, die es ja nun mal auch verdient haben, gerecht zu werden und die individuellen Bedürfnisse zu stillen. Vor 2 Jahren hatte sie ihre Großeltern gepflegt. Die Pflege zu Hause brachte sie an ihre körperlichen und psychischen Grenzen. Aber ein Pflegeheim kam für Oma und Opa auch aus Kostengründen nicht in Frage. Dann ging es für mich halt um die Überlegung, was hätte ich gerne gehabt oder welche Möglichkeit hätte ich gerne gehabt, alternativ jetzt zum Seniorenheim für meine Großeltern, wo ich die ruhigen Gewissens abgebe und ne, da besuchen kann und eben wo so eine familiäre Atmosphäre stattfindet. Davon profitieren jetzt andere. 1.500 Euro kostet der Monat, inklusive Essen und Grundpflege. Günstig im Vergleich zum Pflegeheim. Für Waltraud Keller genau das Richtige. Die 62-Jährige hat die Lungenkrankheit COPD und mehrere schwere Bandscheibenvorfälle, ständig Schmerzen. Ihr großes Glück, sie konnte hierher ihre geliebte Paula mitnehmen. Ich konnte zu Hause nicht mehr schlafen. Ich habe sehr schlecht gegessen, war depressiv. Und als ich dann hier war, die ersten Tage hier, ich konnte wieder schlafen. Ich war viel ausgeglichener. Ich bin spazieren gegangen. Wenn ich über irgendwas reden wollte, dann bin ich raus. Und wenn ich alleine sein wollte, bin ich hier. Und mir geht's wirklich besser seitdem. Und die Depressionen gehen auch langsam weg. Ja, rein. Bianca Schoris kümmert sich um die Grundpflege. Das heißt Hilfe beim Anziehen, beim Waschen, bei Arztbesuchen. Über die Grundpflege hinaus bietet sie keine Pflegeleistung an. Dafür müssen die Bewohner, wenn nötig, einen externen Pflegedienst buchen. Eine Voraussetzung dafür, dass diese Wohngemeinschaft als solche anerkannt wird und nicht als Heim gilt. Aber damit wird sie auch nicht von der Heimaufsicht oder dem medizinischen Dienst der Krankenkassen kontrolliert. Dabei gibt es sehr unterschiedliche Pflege-WGs. Verena Querling von der Verbraucherzentrale NRW hört auch oft Klagen. Es gibt Beschwerden dazu, dass die Menschen untereinander große Probleme haben, weil das ja schwierige rechtliche Beziehungen sind, zum Beispiel in einer selbstverantworteten WG. Das ist das faktische juristische Problem. Es gibt aber auch Pflegeprobleme, dass sie mit der Pflege an und für sich nicht zurechtkommen, dass sie aber auch teilweise mit dem Essen nicht zurechtkommen und dass sie dann gerne Hilfe hätten von jemandem, der zuständig ist. Und das ist ein bisschen schwierig. Denn die Heimaufsicht kommt, wenn überhaupt, nur bei Beschwerden. Problematisch ist es deshalb vor allem da, wo Demenzkranke oder beispielsweise Beatmungspatienten leben. Im Moment haben wir ja tatsächlich viel Diskussion über die Intensivpflege-WG, die zum Beispiel davon lebt, dass die Menschen sich nicht helfen können. Und es besteht der Verdacht, dass die Leute auch absichtlich in solcher Lage gehalten werden, also zum Beispiel nicht von der Beatmung gelöst werden, was ja oftmals zum Beispiel möglich ist, weil es halt viel Geld bringt. Und dieser Missbrauch ist natürlich, muss abgeschafft werden. Da muss auf jeden Fall mehr geprüft werden. Ja. Bianca Schoris würde eine externe Prüfung ihrer WG sogar begrüßen. Sie arbeitet mit ehrenamtlichen und ungelernten Kräften. Sie würde sich auch Tipps und Förderhinweise wünschen. Noch ist ihre WG ja im Aufbau. Bis gleich. Ich fände es eigentlich eine sehr gute Idee, dass man genauso kontrolliert bzw. unvorbereitet besucht wird, wie auch Pflegeheime das machen. Also da würde sich an unserer Arbeit hier jetzt nichts ändern. Da haben wir keine Probleme oder Sorgen mit. Tatsächlich wird zurzeit in der Politik geplant, für Pflege-WGs Beratungsstellen einzurichten und sie stärker zu kontrollieren. Aber konkret sind die Pläne noch nicht. Für die Vermieterin und die Bewohner in Selfkant ist die WG auf jeden Fall die bislang beste Lösung.